Herzlich willkommen zur weiteren Runde Horizon Zero Dawn. Mal gucken, welche Quest am nächsten ist. Die Stadt der Sonne 219 Schritte. Die ist ja schon aktiviert und da gehen wir jetzt auch hin. Da laufen wir hin. Wer sich noch erinnern kann an die letzte Folge. Wir müssen so einiges aufsammeln. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Alter, 24% Gesundheit. Oh shit. Den wollte ich eigentlich nicht in die Luft springen. Das war der falsche Pfeil. Aber kann man natürlich machen. So, bei Truthahn brauche ich auch noch ein bisschen was. Truthähne brauchen wir auch noch, genauso wie Fische. Aber Fische... Was? Okay, da geht ein Hase baden. Und ich muss den jetzt auch noch hinterher rennen. Komm her. Ja, freilich. Oh, erhalten. Kaninchenknochen. Das bedeutet doch immer bei dem Geräusch, dass ich dann was machen kann, ne? Herstellen. Kann ich halt irgendwas herstellen, aber nicht das, was ich möchte. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Fische werden jetzt irgendwie nützlicher. Oh nein, warum schwimmt denn das immer da so blöd weg? Okay. Aber natürlich nicht das, was ich brauche. Aber hier sind mehrere Fische. Ich kann die bloß immer nicht sehen, wenn ich die nicht markiere. Okay, ich kann aber mehr auf einmal markieren. Zweimal weiß. Das ist nicht das, was ich brauche. Oh, nicht, dass ich jetzt da so in einem verdorbenen Land bin, wo ich eigentlich hin muss. Okay, Medizinbeutel. Was muss ich denn überhaupt machen? Wo muss ich denn überhaupt hin? Oh, ich bin schon wieder total falsch. Wo bin ich denn hier? Da war ich schon, das war die Mühle, oder? Sieht fast so aus. So, jetzt gucke ich mir nochmal nach einem Fisch. Haben wir ausgerottet. Fische sind weg. Mehr Fische gibt's nicht. So, wir könnten noch ein bisschen Gesundheit gebrauchen. Warum ist denn das Ziel jetzt eigentlich... Finde Ulin bei der Ausgrabungsstätte. Warum ist denn das Ziel jetzt so weit weg? Mit denen könnte ich mich doch mal anlegen, oder? Hallo? Geht nicht. Langbein. La, 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 la. Die sind bestimmt schnell. Ich wollte jetzt eigentlich auch nicht so einen Ultrakrach machen. Machen wir es doch erst einmal so. Schieß mir doch mal von da nach da. Hey. Genau.
Und dann schießen wir so einen Sprengungspfeil. Uiuiui, was macht denn das Schönes? Und kritischer Treffer. Uiuiui. Jetzt muss ich natürlich aufpassen bei 2. Okay, warum trifft er mich? Das ist natürlich sehr schlecht. Uiuiui. Okay, komm, noch eine Chance hast du. Und dich räumen wir auch gleich mit aus dem Weg. Ah, läuft doch. Sehr gut. Und damit haben wir auch eine Langbeinlinse erhalten. Aber leider gar nichts mehr zum Heilen. Oh, sehr nützlich. Ah, oh, sehr nützlich. Mir wäre eigentlich Heiltränke noch viel nützlicher. Irgendwie komme ich hier nicht voran. Immer noch 200 Meter. Jetzt muss ich wahrscheinlich auch noch durch gefährliches Gebiet. Okay, was sind hier für Gegner? Bei den Beinen ist die Maschine sicher so schnell, wie sie laut ist. Ich sollte vorsichtig sein. Ja, das stimmt allerdings. Überbrücken kann ich die nämlich noch nicht. Wenn ich jetzt hier einen schweren Angriff mache, oder einen kritischen, die werde ich auf jeden Fall nicht gleich aufs erste Mal vernichten. Ja, das dachte ich mir schon. Oh yeah. Oh shit. Ich glaube, ich bin dafür noch nicht ausgelegt. Und es sind schon wieder 2. Uiuiui. Wen bekommen wir jetzt noch zu Besuch? War da nicht noch irgendwie roter Strahl? Oh Gott, ich glaube, da kommt noch jemand. Okay, Maschinenkill. Okay, ich habe gerade nach unten gedrückt, um mich zu heilen, aber das hat nicht funktioniert. Okay. Wohin müssen wir? Wir müssen da rein. Dann machen wir das doch jetzt mal ohne Umwege hier.
Weil eigentlich ist die Mission ab Level 12. Aber, nachdem die Gegner so stark sind hier, oh, was sind das, Gegner? Feindlicher Mensch. Da nehme ich doch mal Präzisionspfeile. Schießt hier! Oh Gott, habt ihr gesehen, wie er sich duckt in dem Moment? Perfekt. Er hat sich geduckt. Und dann nehmen wir die restlichen Glasscherben, nehmen wir noch mit. So, ansonsten ist hier kein Mensch. Da hinten laut was? Okay, anscheinend haben wir Odin gefunden. Betritt die Ausgrabungsstätte. Und hier gibt es erst einmal etliches zum Heilen. Das nehme ich lieber mit. Das bedeutet, wir werden das jetzt auch gleich brauchen. So, komme ich da hoch? Ja. Oh ja, hier sind schon ein paar. Diese Dinger wiederbeleben. Ihre Kraft nützt uns. Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde. Ein Albtraum. Albträume, ja. Die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr. Ja, erhebt euch! Allein erwische ich ihn nicht. Die Dinger vernichten uns alle! Sie vernichten nur unsere Feinde und erobern unser Land zurück. Mein Fokus, er geht nicht mehr. Durchsucht hier alles! Vielleicht gibt es Eindringlinge! Verzeih meine Einmischung, Aloy. Es ging nicht anders. Oh. Wer ist da? Ein Interessierter. Ihre Fokusse sind deaktiviert, doch ich weiß nicht, wie lange. Der Rest liegt da. Wer ist da? Okay. Erledige die Verbrecher und Kultisten. Das bedeutet, wir haben da unten zwei so Roboter, ne? Das wird sehr lustig. Ich hab doch... Halt, Moment, ich habe doch noch so eine andere Waffe im Inventar. Der Speer. Die Stolperfalle. Die Schleuder. Sprengschleuder. Okay, der Rassler, der ist natürlich auch krass.
Nehmen wir hier mal die Sprengschleuder. Füllen wir mal alles auf hier. So, wie mache ich denn das jetzt am besten hier? Oh, das sind ja doch etliche, ey. Ist ja Wahnsinn. Und ich habe eigentlich nicht viel zum Heilen, ne? Ja, das wird interessant. So, ich wollte jetzt eigentlich mal hier in das Gebüsch. Oh, da gibt es was groß und erst zum Aufheben. Dum, dum, dum. Wie könnte ich das jetzt machen? Ja, das ist doch so ein mega, mega Man, oder? Den werde ich. Oh, den kann ich doch erledigen mit einem Kopfschuss. Okay. Dann machen wir es doch gleich mal so. Wenn die Roboter anscheinend so dumm sind und es nicht checken. Ich bin gar nicht hier. Okay, aber komme ich da vorne in die Wiese rein? Oder laufen die da voll durch? Doch, die laufen da voll durch. Okay, der ist jetzt ein bisschen gewarnt hier. Hallo, 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 mach mal langsam. Was macht er denn jetzt halt? Wohin gehe ich denn jetzt mit dem blöden Roboter da? Endlich. Müsste irgendwie auf die andere Seite kommen. Irgendwie auf die andere Seite kommen. Wenn die beiden da vorbeigelaufen sind, oder? Machen wir es doch mal so. Das hat gar keiner gemerkt, oder was? Wahrscheinlich laufen die auch an mir vorbei, wenn ich einfach in dem hohen Gras stehe. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Das scheint schon mal ganz gut zu funktionieren. Hä? Wer ist denn da oben? Könnte ich die eigentlich mal langsam angreifen? Wie Ross zu sagen pflegte, Geduld. So, wie mache ich das am besten mit Springfallen? Oder so Schubfallen? Schön leise jetzt.
Uiuiuiui. Das hat aber nicht viel abgezogen. Oh, das war die falsche Taste, eindeutig. Ach, Menno, ich weiß gar nicht, wann ich die halten soll. Ich komme da nicht wirklich ran, ne? Also macht Bestes auf jeden Fall. Wir müssten öfters umfallen. Also das ist ganz klar. So ist es schlecht, vor allem wenn die anderen noch da sind. Naja, okay. Und natürlich zwei auf mich drauf springen. Dann wird es so gar nichts. Okay, und sie hat keine Lust auf einen kritischen Treffer. Also ich spiele jetzt rein nach Gehör. Und ich komme auch nochmal weg hier. Sehen du ja nichts mehr. Komm, mach einen kritischen Treffer. Jawohl. Oh nein. Wo springt denn der hin, ey? Ach komm. Schade. Der andere ist schon tot, oder was? Oh nein. Jetzt habe ich mich selber vertan. Weil eigentlich bin ich ja gar nicht so schlecht. Oh Gott, das ist der zweite wieder. Jawohl, da wollte er gerade zustechen. Ja, das war einfach nicht toll. Ach, das muss ich nochmal anders probieren. Wie könnte ich das probieren? Entweder mit Eis, Eisbombe, ich weiß nicht, ob der mir was bringt. Ich verstehe mir bloß nicht. Also was ich nicht verstehe in dem Ganzen, ist, wenn ich jetzt schaue, die Hauptquest Stufe 12. Das verstehe ich nicht. Ich meine, das kann mir doch keiner erzählen, dass ich das mit Stufe 12 hier schaffe. Jetzt laufen die auch noch in die andere Richtung, oder was? Das Nora-Mädchen lebt. Oh shit. Nein, ihr hattet eure Chance. Okay, entweder ich habe jetzt... Ach komm, das ist also einfach, bis die da ihr Schwert auspackt. Ja, das kannst du vergessen, das so. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, was ich jetzt da mache. Weil so hat es überhaupt keinen Wert. Okay, die stehen auch wieder viel zu schnell auf. Vielleicht irgendwo da hinten. Okay, nice, alles klar.
Okay, alles klar. Okay, da komme ich auf jeden Fall nicht so schnell weg hier. Könnte dann immer mal wegen fliehen. Aber das bringt mir auch nicht so viel. Okay. Vielleicht kann ich dann aber dafür sorgen, dass mich nur einer angreift. Oh Gott, warum springt denn der so weit weg? Aber der andere sucht mich ja jetzt noch. Hat mich allerdings noch nicht gefunden. Naja, okay. Naja, okay. Ah ja, okay. Und sobald ich halt hier jemanden töte, ist es halt echt schwierig, da irgendwo wieder rauszukommen. So, ich habe noch Eisbomben. Gott, den habe ich ja gar nichts abgezogen. Sie ziehen weiter. Das ist natürlich ein Problem, ne? Den habe ich jetzt gar nichts abgezogen. Und sie existieren trotzdem noch, ne? Yes. Okay, da hinten können die schon mal gar nicht so hin, habe ich's. Oh doch, die können da hinten doch hin. So, sorry, dass ich kurz so leise bin, aber... Aber das geht gerade nicht anders. Okay, warum wurde ich jetzt getroffen? Okay, alles klar.